Herzlich willkommen zum aktuellen Smokers News Beitrag im Sommer 2023 mit Oliver Kopp. Das ist unser Sommerinterview mit Oliver Kopp. Das hat sich so eingebürgert. Normalerweise haben wir ganz viele Pfeifen auf dem Tisch. Haben wir nicht, weil wir ein richtig volles Programm haben mit umfangreichen Themen zur Unternehmensfirmengründung, Erweiterung der Firma Kopp. Oliver Kopp, schön, dass du da bist. Hallo Peter. Oliver, wie ist das mit den neuen Companies, beziehungsweise aus dem Grundstock da was Neues geschaffen zu haben? Naja, neu sind die Firmen ja nicht. Die firmieren jetzt lediglich unter neuem Namen, der Einfachheit halber. Es gibt also drei Firmen innerhalb dieses Kopp Companies Konsortiums. Das eine ist Kopp Pipes, das sind die Ursprünge. Das war der Urgroßvater mit Leder, hatte der seine Anfänge früher, damals Martin Wess und Otto und Kopp. Wurde dann verschmolzen zur Kopp Pipes, Kopp Tobaccos bzw. Cola, also ein Kopp gibt es ja auch schon ein paar Jährchen. Und ja, dann im Jahr 2019 hatten wir noch die Kopp Filters gegründet mit der Produktion von Aktivkohlefiltern und Pfeifenreinigern sind wir da beschäftigt. Genau, und diese drei Firmen sind alle stark dem Rauch und dem Tabak gewidmet. Also wir tummeln uns da in diesem Da sind Bereich. Auch einhergegangen jetzt mit Entwicklung im Management. Also ihr habt einige Mitarbeiter neu dazugeholt, bestimmte Positionen neu besetzt. Ihr seid aber auch dabei, euch, sag ich mal, vom Gebäude, vom Firmengebäude her weiterzuentwickeln. Das sind einige Punkte, die auch für uns interessant sind, wie ich meine. Na gut, es war natürlich letztes Jahr ein Riesending, dass die Gebrüder Kohlhaases ihren Ausstieg verkündet haben. Wir wussten davon ja schon länger, hat halt nicht mehr geklappt. Details müssen wir alle nicht ausrollen, einfach unterschiedliche Sichtweisen, wie man in die Zukunft geht, wie man sich aufstellt. Und jetzt sind mein Bruder und ich eben alleiniger Teilhabe, gleichberechtigte Gesellschafter zu jeweils 50% und wir benennen das jetzt um in Kopp Tobaccos. Wenn einer fragt, warum macht ihr das, dann sage ich immer, wenn die Ehefrau auszieht, dann kommt der Name runter von der Klingel, dann will man sich weiter nicht damit belasten. Und so machen das auch wir. Also wir haben die Umfirmierung jetzt beantragt und die Eintragung erfolgt innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Und wir werden auch zur Messe auch unter Kopp Tobaccos bzw. Kopp Companies starten. Und dann gibt es drei Bereiche, die sind ganz klar aufgeteilt: Filters, Pipes, Tobaccos. Mhm. Und dann ist es leicht verständlich und aufgeräumt. In Rellingen hat sich etwas getan, Produktion. Also auch ein bisschen was Neues dazu bekommen. Also wir haben das wirklich sehr gut stabilisiert, würde ich sagen. Es waren ja viele Skeptiker unterwegs, die haben gesagt, alles fällt zusammen, alles fällt auseinander, alles, Brüder Kohlhaas haben das so toll aufgebaut. Sie waren ja im operativen Geschäft, haben das auch sehr gut gemacht. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Und es gibt aber eben auch andere Menschen da draußen, die auch ihren Job verstehen. Wir haben einer nicht geglückten Interimslösung jetzt den Peter Witzke gefunden, mit dem habe ich tolles Einvernehmen und wir beschäftigen uns nicht mit Altlasten und alten Geschichten, sondern sind beide voll nach vorne und sprühen über vor Ideen und die vielen verschiedenen Abteilungen in der Firma, die sind stabilisiert. Wir hatten zwischenzeitlich große Probleme in der Pfeifentabakproduktion, zu wenig Leute gefunden. Dann auch im Export hat es ordentlich gehabert und ja, wir haben jetzt überall verstärkt im Marketing, im Import, im Export, Produktion, Management, haben unseren Chief Financial Officer, unseren Chief Operation Officer und mit Herrn Witzke fürs operative Geschäft und ich bin mit ihm im sehr engen Austausch. Wir haben täglich Dauerkontakt und ziehen beide an einem Strang, wissen, was wir wollen und sehen, dass wir haben genau die gleichen Visionen. Ja. Europalager habt ihr auch irgendwie jetzt in Rellingen mit dazu genommen? Ich sehe uns tatsächlich als internationales Unternehmen. Mhm. Wir kommen zwar aus dem Eigenmarkenbereich, der hat uns auch groß gemacht, später kamen dann die Zigarren dazu. Es ist aber sehr kleinteilig. Das ist schön natürlich für jeden Fachhändler und wir wollen diesen Bereich auch weiterhin bedienen.
aber man verheddert sich. Ja? Wir haben über 1000 aktive Rezepturen und die stehen nicht im Regal, die werden aktiv gemischt. Das ist wie wenn der Koch jetzt anfängt, auf Live-Wunsch jetzt hier was just in time zu kochen. Und das ist eben sehr, das hält auf. Ja? Wir haben riesige Potenziale im Pfeifentabakbereich, im Export und müssen derzeit auf viele, viele Tonnen verzichten, weil wir zu kleinteilig sind. Und mit Track and Trace wird es eben auch nicht leichter. Und es gab ja schon Aufschrei, als wir von 1 Kilo auf 2 Kilo Mindestmenge erhöhen. Von mir aus hätte es auch auf 5 Kilo gehen können. Aber wie immer die Klöße ist, sage ich mal, man muss das ja auch alles psychologisch machen und das den Leuten erklären, auch unseren Fachhändlern. Deshalb auch immer diese Interviews. Es wird ja immer Gerüchteküche brodelt, jeder reimt sich da was zusammen, interpretiert zu viel und da geht's unter und da läuft super und was macht er hier und was macht er da. Und deshalb sage ich, okay, dann machen wir solche Sommerinterviews, dann kann ich mal sagen, warum wir das eigentlich alles machen, was wir machen. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, Zigarren. Zigarren ist ja das, wo ihr mit mehrheitlich handelt. Und da gibt es ja Partner, die schon lange bei COP dabei sind. Es gibt auch mal Abgänge, wie zum Beispiel jetzt der Olifant, das glaube ich bei euch raus, wenn ich das richtig weiß. Aber es gibt auch wieder neue Geschichten, die bei euch dazukommen. Also, was haben wir? Wie sieht es aus im Zigarrengeschäft? Also, bevor eine Information im Handel ist, wissen wir es ja schon lange. Das ist ja nicht so, dass wir überfallen werden, sondern hinter den Kulissen passiert ja immer viel. Ja? Also, Olifant wurde von der Firma Van der Meulière gekauft, von Fred Van der Meulière. Wir wussten dann, was passieren würde, dass er eben eine eigene Vertriebsgesellschaft hier eröffnet. Und es macht natürlich durchaus Sinn, Klar. die eigenen Produkte selbst zu vertreiben, weil ne, jeder ist Kaufmann und dann ist eben, belässt man die Marge. Ja, Für einen externen Distributeur, die belässt man im Haus, ist alles. Also wir haben in der Vergangenheit da unser Außendienst sehr guten Job gemacht. Die Marke war gut etabliert und da ist uns ein ordentliches Stück vom Kuchen rausgebrochen. Und ja, da muss man proaktiv handeln und um das zu kompensieren. Jetzt gibt es im Zigarillo-Bereich nicht allzu viele Alternativen, die so ein feines Produkt ersetzen können, nämlich genau genommen gar keins. Auch die Idee, das irgendwie nachzubauen woanders, das haben wir dann verworfen, das wär nichts geworden. Ja, also haben wir bei ganz vielen Zigarrenleuten angedockt, weil wir es eben mussten. Wenn Umsatz fehlt, kann man nicht die Hände in den Schoß legen und Däumchen drehen. Dann muss man gucken, wie kompensiere ich das. Dann hat man natürlich auch Unsicherheiten des Kohlhaases gegangen sind. Da muss man auch gucken, wie viele Marken bleiben bei uns tatsächlich. Und die Bombennachricht, und das ist eigentlich die schönste von allen, dass ich mit allen Lieferanten Gespräche geführt habe, habe gesagt, hier, Situation hat sich geändert. Ich bin der mit den Accessoires, mit den Pfeifen, Filterreiniger, bin aber hier noch nicht im Tabak so aktiv gewesen, habe aber durchaus eine Vision. Bleibt bitte bei uns, gebt uns eine Chance. Wenn es euch gefällt, wie sich die Geschäfte entwickeln, dann ist gut. Und ansonsten, wenn ihr unzufrieden seid, ihr seid freie Leute in einem freien Land, das ist freie Marktwirtschaft, gut. Sind alle bei uns geblieben. Das war ein Riesenerfolg, muss ich tatsächlich sagen. Und wir haben etliche neue dazu bekommen. Ja. Und wir wollten ja auch darüber sprechen. Der Markt munkelt und tuschelt seit über einem Jahr, nachdem die Marke Vega Fina letztes Jahr von der Firma Villiger zur Ja. Firma Fifth Avenue gewechselt ist. Konnten wir natürlich auch eins und eins zusammenzählen und wussten, dass uns Ähnliches erwarten könnte. Das ist ein Riesenumsatz, der uns da flöten geht in Zukunft. Also ich sage das hiermit offiziell, habe ich gesagt, es gibt noch keine Pressemitteilung hierzu, aber die Marke Flor de Copan wird uns also verlassen und zukünftig von Fifth Avenue vertrieben. Das eine extrem wichtige Marke für uns ist mit extrem viel Mengen und Umsatz, den ich hier nicht verraten möchte, aber wir mussten hier wirklich handeln und Klar. deshalb haben wir ganz viele neue Marken an Land gezogen, um das zu kompensieren und langsam aufzubauen. Gleichzeitig haben wir aber auch ganz viele Marken eingestampft. Wir haben gesagt, eine Marke, die weniger als 30 zukünftig oder 40, 50.000 Euro macht, das belastet unser Portfolio damit. Dieses zu Kleinteile können wir uns nicht mit rumquälen, das lassen wir besser sein und da haben wir dieses Jahr schon 10 Marken geopfert. Also, Flor de Copan abgehandelt, Genau, brandaktuelles Thema bei uns genau, hier schon auf dem Kanal genau. und von Oliver Kopp persönlich auch hier rübergebracht. Super. Pfeifentabake.
ist ja was ganz Großartiges dazu gekommen in diesem Sommer. Ja, die Frage war immer auch wieder die Gerüchte, die Gerüchte. Es wird ja so viel gemunkelt. Machen die jetzt nur noch Pfeifentabak, weil die sind ja mit Pfeifen so stark? Machen die jetzt nur noch Zigarren oder wie auch immer? Also es bleibt einfach alles beim Alten. Ja, wenn wir das wir haben eine Pfeifentabakproduktion. Wir haben da einen Wahnsinnsruf. Die Leute da draußen lieben unsere Produkte. Unser Masterblender Thomas Nietzsche, den nochmal Gruß da draußen. Also, er macht einen hervorragenden Job und ist ganz viel draußen bei Events. Und neben unseren eigenen Produkten gibt es natürlich auch, die schon mal Bombe sind. Auch wenn Eigenlob stinkt, aber mir wird es gesagt, die sind wirklich gut. Sonst würden sie nicht so viele Fachhändler als Eigenmarken eben führen. Daneben gibt es natürlich auch noch andere schöne Töchter, sage ich mal. Und dieses Jahr haben wir dann die Firma Cornell & Deal und GLPs, das kommt aus dem gleichen Haus, dazugenommen. Es gehört, sind beides Unternehmen der Laudisi-Gruppe. Der Inhaber der Laudisi-Gruppe ist gleichzeitig auch Inhaber der Petersen-Pfeifenfirma und Betreiber des größten Pfeifenshops der Welt, smokingpipes.com. Und der hatte schon vor vielen Jahren versucht, sein Produkt bei uns in den Markt zu bekommen, aber auf amerikanische Pfeifentabake gibt es sehr hohe Zölle. Dann gibt es hohe Frachtkosten, dann muss man den Wert der Dosen dann noch mitverzollen. Also wir haben eine ganz gute Methode gefunden, um den Verkaufspreis hier attraktiv zu halten. Bei uns wird das kommt also im sogenannten Bulk, in Großkartons und wird dann bei uns in Relling verpackt. Wir haben fast identische Dosen gefunden, haben uns neue Verpackungsmaschinen, Dosenmaschinen zugelegt. Also das ist ein tolles Ding und die Pfeifenraucher da draußen sind, glaube ich, sehr, sehr froh, dass sie diese Tabake endlich in Deutschland erhalten. Ja. Und da machen wir auch den Europa-Hub, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir machen ja beispielsweise auch internationales Hub für echten Zigarren. Und mit Track and Trace erreichen uns immer mehr Anfragen von unseren Lieferanten. Mensch, wie kriegen wir es auf die Straße in Europa? Könnt ihr das Europa-Lager übernehmen? Ich sehe uns jetzt nicht als Logistiker. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Aber um unsere Partner näher an uns zu binden, bieten wir denen auch an, dass sie eben Track and Trace über uns abwickeln können. Und Cornell & Deal ist so ein Fall, GLPs ebenso. Und es kommen noch weitere neue dazu. Dieses Jahr stellen wir noch den White Elephant Tabak dann vor, den der Thomas Nietzsche aus afrikanischen Tabaken zusammengeblendet hat, mit typisch afrikanischen Aromen. Und dann kommt auch noch Five Generations dazu von Eric Stockaby. Und für nächstes Jahr haben wir auch schon wieder ordentlich Pläne. Also die schon fast ein Monolog, Entschuldigung, ich bin so im Flow. Also das ist so, dass auch die Pfeifenraucher werden ordentlich Neuheiten erleben dürfen nächstes Jahr. Wir sind mit weiteren amerikanischen Firmen schon in Verhandlungen und türkische Flakes etc. etc. Ja. Oliver, 2024 steht vor der Tür. Im Vorgespräch hast du auch ein bisschen was rausgelassen, dass ihr in der Richtung schon ganz schön weit vorangekommen seid. Einiges vorbereitet habt, neue Marken, die dazukommen. Machst du den Deckel auch für uns mal hier kurz im Interview auf? Nur ein kleines bisschen. Also wir haben natürlich fürs Jahr 23 haben wir noch nicht unser Pulver verschossen. Das heißt, wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher. Zur Messe Dortmund werden wir noch die Firma Aganorsa Leaf vorstellen. Ein neuer Player, die sind tatsächlich ein vertikaler Anbieter, haben eigene Tabakfelder, eigene Manufaktur. Nicaragua-Produkte haben bisher ganz viel für andere produziert und starten jetzt mit ihrer eigenen Linie. Sind preislich toll aufgestellt, sieht schön aus. Alles, was eine Zigarre kosten muss, schmeckt natürlich vor allem gut. Dann kommt noch Hiram und Solomon, war früher bei Casa Grande. Das war jetzt fast ein Jahr weg vom Markt, ist nun bei uns. Und dann für 24 haben wir natürlich auch schon vorgearbeitet. Das heißt, da wird die Firma Nova zu uns kommen. Dann auch im Pfeifentabakbereich die Firma Gladora aus der Türkei, so eine ganz kleine Spezialitätenbude, der macht tolle Flakes. Dann auch Gavison Hogarth aus England. Und dann muss ich jetzt wieder zurückkommen auf Zigarre. Dann übernehmen wir das komplette Portfolio von Alexander Molters
ehemals Zigarrenkontor, der ja sein Geschäft verkauft hat an Mark Benton Cigar World, aber immer noch Markeninhaber ist und dafür einen Vertrieb suchte. Und der ist ja 5 Kilometer Luftnähe von Relling. Und ich war schon immer dafür, dass man da passt da nahe zusammenarbeitet und dann übernehmen wir den Vertrieb. Und der hat tolle Bundles im Programm und eben auch Zigarren aus Panama, Puros aus Panama, ganz, ganz abgefahren. Also namentlich ist es die Marca Fina, die Alejandro López und die Colón. Genau. Ja, dann zurück nach Relling und nach Offenbach. Der macht doch eine eigene Sache, eine Kopfzigarre. Die hätte ich jetzt fast vergessen, muss ich sagen. Ja, ist natürlich die Antwort auf Flor de Copan. Wenn uns eine sehr starke Honduras-Zigarre wegbricht, müssen wir gucken, dass wir dann das auch wieder kompensieren. Und da ich schon immer ein Freund von eigenen Marken war, da ich schon in meiner 25-jährigen Laufzeit in der Branche die Erfahrung machen musste, was passiert, wenn einem jemand plötzlich die Pistole auf die Brust setzt. Das fühlt sich gar nicht gut an. Und das kenne ich von Pfeifen damals, sind wir immer mal wieder mit irgendwem aneinander geraten. Und da habe ich ja auch dann schon gesagt, komm, wir machen unsere eigene Geschichte mit Red Race und Barling. Das war die Antwort und war ja auch sehr erfolgreich. Inzwischen haben wir da über 50% des Umsatzes mit unseren eigenen Produkten. Das finde ich toll, da muss man hin. Und jetzt machen wir den ersten zarten, jetzt machen wir das erste Mal mit Zigarre tatsächlich unseren eigenen Markennamen, den wir haben eintragen lassen. Und rollen das dann aus über weitere Ländereien. Also mit Honduras beginnt die Reise, dann wird es Domrep, Nicaragua, eventuell Costa Rica, werden wir mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Fuß in die Tür kriegen. Zigarren gibt es ja viele, muss ich erstmal behaupten. Und wir werden schauen, ob das. Also außer der Kopfzigarre gibt es genug andere Zigarren, die man bei euch kaufen kann. Auch das bleibt auch ja so. Wir haben ja innerhalb des Portfolios sehr starke Mitbewerber. Und, aber es ist natürlich, gibt uns eine Riesenchance, dass wir dann auch im Export was zu verkaufen haben. Und da die Welt viel größer ist als Deutschland, ergeben sich da sehr große Möglichkeiten. Netzwerk haben wir, über 70 Länder, in die wir liefern. Ja, in der Tabak steht an, in 3 Wochen sehen wir uns in Dortmund, bei dir auch am Messestand. In der Tabak war ein großes Thema immer, über das Thema Messe in der Tabak generell, da haben wir uns oft unterhalten. Und jetzt habt ihr für dieses Jahr ein neues Konzept. Ich habe den Eindruck, ihr gebt nochmal richtig Gas in Richtung Messe. Also Messe ist tatsächlich ein leidiges Thema, was wir hausintern und branchenintern und übergreifend hoch und runter diskutieren. Es gibt immer Für und Wider und wir haben hier nun mal die zweitgrößte oder größte Messe der Welt vor der Haustür. Es ist immer wieder schade, wenn die Aussteller da sind, die Kunden aber nicht. Ich kann diese Lethargie tatsächlich auch nicht verstehen, muss ich sagen. Ich habe da überhaupt gar kein Verständnis. Man hat sie vor der Haustür und wer nicht bereit ist, in der Branche mal 1.000 Euro zu investieren, um da einen Tag anzurollen und sich ein Hotelzimmer zu nehmen, finde ich schade. Ich denke, der Händler muss dem Kunden muss einen Informationsvorsprung haben. Den Informationsvorsprung, den holt man sich auf so einer Messe. Da ist man dicht dran an Lieferanten, kann sich informieren über alles. Die Konsumenten wissen teilweise mehr als die Händler. Dadurch über Social Media, wer da ein bisschen Lust hat und affin ist, der ist voll im Bilde. Und ja, da ist eine Messe eine Riesenchance. Und es haben sehr viele große Player sind der Messe ferngeblieben. Und jetzt stand auch für uns natürlich die Frage, hat das so noch Sinn? Ja, wenn wir da sind, der Außendienst ist da, ja, die Kunden sind nicht da, ist es mehr als frustrierend. Wir haben es aber gesehen, der Export ist da, unsere Lieferanten sind da. Wir möchten sich ja auch absichern und nicht alles aufs amerikanische Pferd setzen. Also die großen Zigarrenlieferanten kommen alle nach Dortmund und da ist es einfach ein Muss, dass wir dort eben auch sind. Jetzt war die Frage, machen wir einen kleinen Exportstand, so ganz klein und schnuggelig, oder lassen wir es richtig krachen? Und dann habe ich tatsächlich dann ein neues Konzept gehabt, habe ich gedacht, so inspiriert von der Cigar Family in USA, haben Arturo Fuente und JC Newman haben da einen Gemeinschaftsstand und da habe ich gesagt, wir müssen entweder, wir machen das hier alles platt oder wir machen es komplett neu und hoffen, dass es die Kunden überzeugt. Wir müssen es mehr als Marktplatz sehen, nicht mehr umsatzorientiert. Es gibt ja sonst immer, okay, Kosten, Nutzen, bleibt was übrig, geht es wenigstens auf Null auf. Ist teilweise recht frustrierend, was man eben an Arbeitszeit und Vorbereitung investiert. Und ja, am Schluss möchte man natürlich ein Plus sehen und kein Minus.
Wir haben jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Also wir machen eine riesige Bar. Drumherum sind dann alle unsere Lieferanten mit ihren Exportständen. Die beteiligen sich dann entsprechend. Die Kosten für uns sind nicht sind jetzt nicht explodiert. Und das hat die tolle, gibt dem Fachhändler die Möglichkeiten, mit dem Markeninhaber direkt in Kontakt zu treten. Also um ein paar Namen zu nennen, My Father ist bei uns am Stand, Ashton ist am Stand, Aganorsa, PDR, Maya dieses Jahr leider noch nicht, die hat noch ihren eigenen, kommt dann in Zukunft hoffentlich dann zu uns. Ja, dann Thomas Nietzsche wird da sein, die Fachhändler beraten bei Eigenmarkenkreationen oder bei Vorstellung der neuen Blends. Und dann werden wir auch den Eladio Diaz vorstellen. Das ist ja der Masterblender bei Davidoff gewesen, ist jetzt in Rente, hat sich jetzt nochmal mit seinen beiden Söhnen selbstständig gemacht. Die waren vorher bei EPK Rio, der eine zumindest als Exportleiter. Und das ist jetzt eine kleine, charmante Familienfirma, die jetzt nochmal durchstarten. Und er hat bei Davidoff über 1000 Blends gemacht. Also er weiß, wie es geht, würde ich sagen. Und er ist auch 66 plus. Ja. Und er hat jetzt gesagt, naja, jetzt möchte man, er ist 70 tatsächlich, ja. Oder inzwischen schon 71. Also passt doch schön. Das finde ich toll. Ich habe auch begeistert, als ich das gelesen habe. Sein großer Traum war, dass er seine eigene Zigarre rausbringt und es gibt 1400 Kisten mit jeweils 14 Stück. Wir bekommen den weltweiten Vertrieb, inklusive USA sogar. Okay. Und Eladio Diaz höchstpersönlich kommt mit seiner Mannschaft und zu dieser Mega-Party, zu der wir 200 Leute plus erwarten am Freitag, werden all diese Branchengrößen sein. Auch Patron kommt vorbei und was weiß ich wer alles. Eladio Diaz eben auch. Und dann gibt es Frozen Margarita, Fingerfood, tolle Gespräche mit unseren Lieferanten. Verkostung der Eladio Diaz Zigarre. Also ich hoffe, das ist ausreichend, dass wir doch den ein oder anderen Fachhändler motivieren können, nach Dortmund zu kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg oder ich wünsche euch viel Erfolg mit diesem Konzept, mit dieser Intertabak. Ich kann nur mal sagen, liebe Fachhändler, deutsche Fachhändler, ihr seid gefordert, nach Dortmund zu kommen und nicht irgendwie eine Ausrede wieder zu finden. Die internationalen Fachhändler sind vertreten und ich finde das ganz wichtig, wenn sich Unternehmen wie das Haus Kopp jetzt mit so vielen Aktivitäten bewegt, sollte sich der eine oder andere vielleicht auch etwas mehr bewegen. Jetzt war ich wieder ein bisschen aggressiv. Wie man mir vorhalten wird, aber jetzt hast du dich unbeliebt gemacht. Bitte? Jetzt hast du dich unbeliebt gemacht. Ja. Jetzt kriegst du mindestens 3 Abo-Kündigungen. Also nochmal, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war unser Sommerinterview ohne Pfeifen, aber mit vielen Informationen, mit vielen nachhaltigen Informationen aus der Company. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil du kennst ja das Sprichwort, wo keine Informationen entstehen, Gerüchte. Und mit so einem Interview kann man auch jetzt doch einigen Leuten mal sagen, hat Oliver Kopp dann doch so erklärt. Wir haben wahrscheinlich sogar noch weitere Gerüchte jetzt befeuert. Aber wer meine Telefonnummer hat, kann gerne durchrufen und fragen. Ja. Vielen Dank. Ciao, alles Gute. Danke, Peter. Jo, schönen Sommer noch. Bis Dortmund. Ciao. Natürlich, ja.